erster Erholung. Warum, habe ich ja im Chat geschrieben. So, heute Ausfallschritte und Rücken. Und zwar Ausfallschritte ein bisschen anders, wie ihr es kennt. Wir machen die quasi nach vorn und versuchen dann, uns explosiv abzudrücken nach hinten. Ja? Also ihr geht dann den Ausfallschritt und dann von hier aus drückt euch quasi so doll ab, dass er nach hinten fliegt, wie auch immer. Ja? Hier nach vorne und hier hoch und dann im Wechsel. Nach vorne und hochdrücken. Nach vorne und hochdrücken. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe es. Also hier hochdrücken und ihr merkt, geht dann von ganz alleine, weil am Anfang ordentlich Power reingebracht hat. Okay? 20 Stück insgesamt, also 10 pro Seite. Und dann geht er runter und macht ein bisschen was für Hüfte, Rücken, Schulter, Muskulatur. Ihr legt euch flach hin. Stützt euch hier mit den Ellbogen auf, ich sag mal so ungefähr parallel. Und dann drückt ihr euch hier mit den Ellbogen hoch, dass die Schultern hinten abheben. Und lasst immer unten wieder locker. So, je nach Niveau, 10 bis 20 Wiederholungen. Und das ist halt muskulär nur anstrengend, wie vom Herz-Kreislauf-System, deswegen können wir dann ohne Pause wieder in den Ausfallschritt hier runter und hoch. Runter und explosiv hoch. Okay? Viel Spaß. Denken wir mal so 10 Runden kriegen wir da locker hin. Übertreibt es halt nicht, dass er nicht Nackenspannung reinkriegt, deswegen tastet euch langsam an mit dem Hochdrücken. Viel Spaß, bis dann.